Als wir aus der Moschee rauskamen, haben wir noch einen türkischen Hund gesehen mit einem Jungen, der hat den versucht, irgendwas beizubringen. Sitz und so und alles auf Türkisch. Wir haben noch ein bisschen zugeschaut, war irgendwie ein bisschen spannend für uns, so alles auf Türkisch zuhören und so. Hat irgendwie Spaß gemacht. Ja, haben noch den Hund ein paar Fotos gemacht, also nur so zum Spaß. Ja, und dann mussten wir eigentlich schon auf den Bus warten, bis der kommt und uns abholt. Und ja, wir haben so eine halbe Stunde ungefähr gewartet. Deswegen mussten wir uns irgendwie beschäftigen. Ja, und wir haben den Hund eben beobachtet die ganze Zeit. Ja. Und jetzt sprichst du perfekt Türkisch. Nee, ich spreche überhaupt kein Türkisch. Hätte ich schon gerne mal, aber merkt man sich eben nicht alles so gut. Ich glaube, das ist nicht einfach zu lernen. Ja, das ist schwere Sprache, denke ich mal.